Hoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Folge vom The Walking Dead Podcast. Piep, piep, piep. Ihr seht, nach Jahren, gefühlt, sind wir mal wieder zu dritt hier. Yay. Ich bin Adam, mit mir im Studio heute. Ich bin Anne, hallo. Und? Axel, hallo. Der Exil-Texaner Axel ist wieder mal mit dabei für die Besprechung der neuen Folge Still Gotta Mean Something, der 14. Folge der 8. Staffel von The Walking Dead, die auf Deutsch den wunderbaren Titel hat, Ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Wer stirbt nicht? You're supposed to. die aktuelle Folge könnt ihr natürlich immer am Montag um 21 Uhr beim Fox-Channel schauen, auf Deutsch oder Englisch, ganz kurz nach der US-Ausstrahlung. Also schaut da mal rein und dann seht ihr solche Dialogperlen, wie wir sie in dieser aktuellen Folge gesehen haben. Wir haben extra was für euch auswendig gelernt, einstudiert. Auf Deutsch oder was? Nee, auf Englisch. Oh. Sollen wir das jetzt gleich schon vorführen? Komm. Okay. Wer möchtest du sein? Soll ich anfangen? Leg mal vor. Ich leg mal vor. Okay, also. Thank you. I'm sorry. I love you. I love you too. Schnitt. Scene. And scene. Also, ja. Also, das Feedback zur Episode. Ja, gut aufgepasst. Das Feedback zur Episode unter der Review hat einige dieser Dialogperlen auch schön nochmal niedergeschrieben. Also, da könnt ihr auch nochmal reinschauen und gucken, was es da auch noch für andere super Austausche gegeben hat. Austausche? Austausche, das ist total richtig. Austauschis. Also, da gab es wirklich einige coole Dialoge diesmal. Aber wir legen, glaube ich, gleich mal los. Wir möchten nicht nochmal auf Komodo-Warangate reingehen, obwohl da nochmal ein paar Zuschriften kamen. Wir haben keine falschen Sachen gesagt. Eine abschließende Sache noch. Wenn es da draußen Tierexperten gibt, die sich mit Komodo-Waran auskennen. Ich kenne mich mit Komodo-Waran. Wir haben so ein paar Zuschriften bekommen. Wenn wir das wirklich mal, wenn es einen Tierarzt gibt oder einen Komodo-Waran-Experten, gerne nochmal an podcast.segenjunkies.de. Aber ich glaube, den Informationen, die da herumschweben, gerade noch nicht hundertprozentig über den Weg. Deswegen schließt das nochmal ab. Was war denn die Streitfrage? Ob der Zombie-Biss, der ja letzten Endes viel diskutiert wurde wegen den Zombie-Einschmierereien und Verletzen mit Zombie-Waffen, ob der ähnlich verläuft, wie wenn dich ein Komodo-Waran beißt, weil der so ein Gift versprüht, was dich dann wahrscheinlich irgendwann mal töten wird. Warum? Aber der versprüht ja auch kein Gift. Wer ist da drauf eigentlich gekommen? Ich? Hoffentlich nicht. Jetzt wird mal wieder ein bisschen Zucht in Ordnung hier reingebracht. Ja. Genau. Wir reden jetzt ganz ernst. Also wirklich nur, wenn ihr wirklich Experten seid, sagt uns nochmal, was es mit dem Komodo-Waran auf sich hat. Wenn ihr mindestens 8 Jahre lang Komodo-Waranistik studiert habt. Genau. Wir haben auch noch ein paar schöne Drachenbilder bekommen, die habe ich leider vergessen auszudrucken. Sorry, aber es gab ein paar schöne Exponate auch dazu. Exponate? Also, dann legen wir mal los. Still Gotta Mean Something. Ich will eigentlich nicht mit Jadis und Negan anfangen, weil es für mich der absolute Main Event der Folge ist. Ja, auf jeden Fall. Ganz zum Schluss. Aber freut euch schon mal. Deswegen springen wir direkt ins Hilltop. Wo. Nicht so viel kichern, Adam. Ja, ich weiß, wir halten uns Leute wieder viel bekifft. Wer sagt, dass wir das nicht sind? Ja, Carol und die große Henry-Debatte wird da nämlich ausgelöst. Carol sagt im Gespräch mit Ezekiel, dass Maggie Markle sie unbedingt da braucht und deswegen möchte sie anfangs eigentlich gar nicht nach Henry suchen gehen. Sie hat gleichzeitig auch schon so ein bisschen den Verdacht, nee, ich kann mir das Ergebnis schon ausdenken, was passieren wird, wenn ich Henry suche. Ich habe es bei Sophia erlebt, ich habe es bei anderen Kindern leider nämlich erlebt. Tot. Sam. Zombie. Genau, aber dann kommt irgendwann Morgan und läuft über den Weg und nee, erstmal nochmal zurück zu Ezekiel, der sagt nämlich, du hast mir damals gesagt, ich soll an etwas glauben oder mir etwas vormachen, bis es dann wirklich eintritt. Also ich soll diese Maske aufziehen und dann halt so lange durchstehen, bis es irgendwie wahr wird. Und dann später kommt diese ganze Morgensituation und sie läuft ihm über den Weg und sagt, okay, du gehst ihn jetzt suchen, also gehe ich mit dir mit. Das ist später, auch wieder so einer dieser Dialoge tatsächlich. Und später muss sie auch noch einmal kurz sagen, dass sie aber nicht mitkommt wegen Henry, sondern nur wegen Morgan, genau, um auf ihn aufzupassen. Um auf ihn aufzupassen. Weil Morgan auf einmal wieder irgendwelche Fata Morgana hat. Halluzination, ja, genau. Ja, bevor sie aber auf diese große Reise ausbrechen, möchte ich noch auf Terra zu sprechen kommen, die hier ganz kurz mal abgehandelt wird. Nämlich, sie stellt ganz schnell fest, ey Leute, eigentlich ist alles voll okay mit mir, der Pfeil war gar nicht vergiftet. Weil Tell, Don't Show ist das allerbeste Mittel, was man in Serien und Filmen machen kann. Genau, daraus hätte der Pfeil vergiftet sein sollen? Ja, weil hätte Dwight sie angeschossen mit einem Pfeil, dann hätte sie ja daran sterben können wie Tobin. Oder wie und andere wie alle Randos. Anderen, die da gestorben sind. Das war ja das große Ding in der letzten Episode, wo dann ganz viele und irgendwie sie mit Pfeil und Bogen auf einmal angeschossen wurden. Genau. Das hatte auch jemand in den Kommentaren gesagt, fand ich auch einen guten Kommentar. Die treffen mit Maschinengewehren nix. Ja. Aber mit Pfeil und Bogen sind sie auf einmal die effektivsten Jäger der Welt. Sehr gut. Ja. Aber Terra hat sich jetzt dazu entschieden, Dwight nicht mehr zu hassen. Das haben wir auch schon mal zur Genüge besprochen. Das haben wir jetzt zum dritten Mal gehört, ne? Aber Daryl ist sich immer noch nicht so sicher. Aber Dwight ist doch jetzt eh wieder auf der anderen Seite.
Ja, für uns als Zuschauer schon, aber für die AHK-Fraktion, wie sie jetzt bei uns heißt seit einigen Folgen, nämlich Alexandria Hilltop Kingdom, ich hab einiges ist, verpasst, das, ist das nicht so. Weil die wissen ja nur, dass Dwight wieder im Sanctuary ist und dort für, weiß ich nicht, ein bisschen spioniert, ein bisschen so tut, als wäre er noch Negans Gefährte, ein bisschen mit Simon shakert und so. Ja, genau. Die Verfolgungsjagden in der Serie sind auch echt großartig, dass nie jemand irgendjemand da trifft, wenn er versucht, sie abzuschießen. Wo sie sich dann doch im letzten Moment noch umentscheidet. Also Dwight hat sie mit einem sauberen Pfeil getroffen und sie hat daraus geschlossen, alle anderen sind gestorben, ich hatte nicht mal eine Infektion, also bin ich jetzt fein raus aus der Sache. Und sie sagt ihm, do what you gotta do, but it's now just for you and I'm out. So, Tara ist wieder auf gutem, wie nennt man das? Weg. Gut zu sprechen auf Dwight. So. Kann sich aber ziehen. Jederzeit wieder ändern. Natürlich. In der Folge. Die Charaktermotivationen sind sehr aber sprunghaft. Aber wen bringt es denn was, dass sie in jeder Folge irgendwie ihre Sichtweise ändern? Ich verstehe die Konflikterzeugung nicht so ganz in der Serie. Also sie könnten ja mal anfangen, einfach die zu Ende zu denken, die Konflikte. Nee, weil dann würden ja Leute sterben. Ja, dann aber, haben sie nicht mehr genug Charaktere. Weißt ja, aber doch, warum Mensch? Brauchen sie dann eigentlich einen Cast von 400 Leuten und dann kommen immer noch wieder Leute dazu? Also jetzt kürzlich kam ja auch diese Georgie dazu und ich meine, ich keine Ahnung, wo das jetzt hingeht. Aber da wollte ich dich übrigens fragen, ob die aus dem Comic ist. Möglich. Es gibt eine Figur, die ist ihr sehr ähnlich, aber die kommt so, aber die überraschend heißt nicht Georgie, spät oder? Erst. Nee, die heißt nicht Georgie. Ah, okay. Ja, das war ja, die war ja cool, frischen Wind reingebracht und so, aber dafür könnte man ja mal irgendwie am anderen Ende von den uncoolen Charakteren ein paar dafür raus. Hat Tobin ja jetzt Platz gemacht, der hat die Screentime gestohlen. Ja, der gute alte Tobin. Ja, unser aller Lieblingscharakter aus der, wie war es, vierten Reihe? Ja. Ja, ja dann kann, gibt's... Er kann sich jetzt zu Olivia gesellen. Ja. In den ewigen Jagdgründen. Wer war nochmal Olivia Annie? Moment, Olivia ist nicht Denise. Ja, genau. Okay. Pass. Yes. Dann wow, gibt's das auch reicht schon. Noch eine weitere kurze Szene. Und da habe ich mich gefragt, warum macht man die überhaupt rein? Warum hebt man sich die nicht für die nächste Episode auf? Weil es eigentlich nur zwei kurze Sachen gibt, die darauf hindeuten. Nämlich der Angriffsplan, der besprochen wird, ob man jetzt den Saviors nachgeht von Maggie aus, ob man sie jagt. Da ist Daryl dann in der Szene zu sehen. Rosita ist in der Szene zu sehen. Diana ist in der Szene zu sehen, also die aus dem... Diane. Sorry, das ist Diane. Ja. Diana war stimmt, jemand anderes. Stimmt, genau. Es ist, ja, das, du hast recht. Du hast vollkommen es ist recht. Auf jeden Fall wichtig, den Leuten den Namen zu geben. Das haben wir auch schon gesagt. Genau. die besprechen halt, was man machen soll, weil sie irgendwie auf den Trichter gekommen sind. Vielleicht haben sie jetzt gar keine Munition mehr. Und deswegen, aber die haben wahrscheinlich den Bulletmaker, wie Rosita dann so schön schlussfolgert. Und deswegen gibt es den Plan, dass man da doch mal schauen sollte, was da los das ist. Das finde ich auch so langweilig. Sorry. Und das sehen sie doch dann auch. Ja. Aber warum holen die das jetzt wieder raus? Gut, weil Eugene irgendwann auch wieder eingebaut werden muss nach 10 Folgen. Ja, und dann sagen sie so, ja, wir müssen ihn aus dem Weg räumen. Dum, dum, dum. Wow, oh mein Gott. Aber ja. Erinnert ihr euch nicht, dass es fast mal den gleichen Plan gab, wo man es auf Eugene abgesehen hatte und dann doch irgendwie wieder gezögert hat, weil es Rosita war, glaube ich, oder war es Gabriel sogar, bevor Gabriel dann in der Sanctuary eingesperrt war? Also mir kommt es ein bisschen déjà-vu. Alles einfach vor. Keine Hand, was die da treiben. Ja. Und vor allem scheinen sie manchmal vergessen zu haben, was sie geplant haben. Also es wird auf jeden Fall nur zweimal kurz in der Folge erwähnt. Einmal hier kurz am Anfang besprochen, damit wir wissen, aha, das ist noch ein Plan. Und dann sehen wir später noch, dass Rosita und Daryl schon auf dem Weg sind und die Lage ausspielen. Sie haben immer den besten Ort, dass die den Saviors das nicht mal merken, dass sie ständig ausspioniert werden. Oh Mann. So. Dann geht's auch rüber zu dem Abenteuer, was Carol und Morgan erleben. Und wir haben schon wieder einen Türnip, glaube ich. Also so eine Dings. Was jetzt irgendwie eine Rübe, was so ein Indiz ist dafür, dass das irgendwas passiert ist. Diesmal ist sie so ein Wegweiser dafür, dass Henry hier vorbeigelaufen ist, weil er hat seine Rübe fallen lassen. Wie bei Henry und Gretel. Ha? Ist mir gar nicht aufgefallen. In der letzten Folge war es nämlich so, dass Michonne für Rick so eine halbe Tunip aufgehoben hat. Weil er keinen Hunger hatte. Nee, die hat sie ihm mitgenommen vom Essenstisch, damit irgendwas isst. Alles sehr schön. Weil Hilltop ist bekannt für die große Rübenzucht. Wir haben nur noch Rüben. Ja. Manche fragen sich ja tatsächlich, warum wir über jeden Scheiß lachen. Aber wenn dann solche Dinge in die Serie eingebaut werden, dann kann man ja nicht drüber, also nicht drüber lachen. Look, a tunip. Oh, yeah. Ja. Naja, aber es sind halt, die Zeichen verdichten sich, dass irgendwas mit Henry passiert ist. Also einmal die Tunip, die er fallen lässt, also die Rübe. Ja, Rübe. Dann sieht man irgendwie so ein paar, weiß nicht, was das da war,
Kleidungsstücke oder so. Später siehst du so einen Walker mit seinem Stab durch die Gegend laufen. Ja, aber es ist eigentlich ganz lieb, weil es ist ja so ein Kinderstab. Ist mir gar nicht vorher aufgefallen, dass der eine kleine Größe hat. Aber wann ist er denn abgehauen, nachdem er den Typ abgestochen hat? Der hat ja die Tür aufgemacht. Der hat ja die Saviors rausgelassen. Es gab noch diese Gefängnissituation. Er hat die Saviors rausgelassen. Ach, das war er. Ah, das habe ich gar nicht richtig mitgeschnitten. Ja. Übrigens, Fun Fact zu Henry. Der ist der Bruder von Sophia aus Staffel 2. Also der Schauspielerin. Genau. Sophia ist doch die Tochter von Kara. Ja. Richtig. Ach so, der Schauspieler. Ja. Okay. Also der Schauspieler von Henry ist der im wahren Leben der Bruder von der Sophia. Ja, dann wissen wir ja, was passiert ist. Und in der Folge ist mir auch tatsächlich unabhängig davon zum ersten Mal aufgefallen, dass die beiden sich optisch auch ziemlich ähnlich aussehen. Also später sieht man da eine so ein kleiner Michel aus Lönneberger. Ja. Genau, Anna hat schon erwähnt, dass Morgan immer wieder Halluzinationen hat, dass er irgendwas supposed to und sich Leute einbildet und so. Schnarch an. Du hast auch schon erwähnt, dass Carol nur dabei ist, um ein Auge auf ihn zu haben. Und dann gibt es den großen Morgan-Monolog, der sagt, ja, ich sterbe nicht, ich genauso wie die Folge auf Deutsch heißt. Und ich sehe immer wieder, wie andere Leute um mich herum sterben. Ich muss es immer wieder beobachten, wie so. Aber die sterben der ja auch, die sterben ja auch nicht, weil die sind alle immer am Leben, weil sie ja turnen. Stimmt, niemand stirbt. Genau. Niemand stirbt. Niemand stirbt. Everybody turns, sagt er doch. Und deswegen, everybody turns. Deswegen ist es auch so ein bisschen seine zwanghafte Aufgabe, ja dann immer so nachzugehen und die Leute irgendwie in den Kopf zu stechen, damit sie dann irgendwie in Frieden ruhen. Ich weiß könnte nicht man ein 1A-Musikvideo draus machen, wie Tara dann reinkommt bei Everybody Turns. Sometimes. Ja, verrat man nichts. Kommt noch bald bei Serien. Ja. Ja, der Walker, der mit dem Stick im Bauch kommt, den haben wir. Wichtig, den zu erwähnen. Aber Carol erwähnt ja auch, dass er ganz viele Leute schon gerettet hat. Und das, finde ich, ist so ein bisschen die Quintessenz der ganzen Sache. Also natürlich hat er Carol damals gerettet, als sie nach dieser ganzen Situation, wo sie eigentlich keine Leute mehr töten wollte, ins Exil gegangen ist zum Kingdom, wo sie bei Ezekiel da in der Hütte gewohnt hat eine ganze Weile und eigentlich gar keinen Bock mehr auf gar nichts hatte. Da hat er sie gerettet, weil er unablässig irgendwie versucht hat, sie wieder zurückzubringen. Da hat er ja noch so eine, in Anführungszeichen, normale Phase, als er Zen war und bevor er dann wieder mit dem Morden angefangen hat. Ja, das ist ja gerade die Sache bei Morgan. Er hat keine normalen Phasen. Er ist immer nur in Extrem unterwegs. Ne? Er ist der Mega-Robo-Killer. Also deswegen sage ich auch in Anführungszeichen normal. Oder er ist halt der Sendu, der selbst in extremen Situationen niemanden umbringen will. Und wer den Podcast hier schon lange verfolgt hat, der weiß ja, ich mag oder mochte Morgan halt als Figur mal ganz gerne. Aber das, was du eben ansprichst, warum es immer wirklich in diesen Extremen sein muss und warum es da keine Schattierung von Grau gibt oder sonst irgendwas, das missfällt mir auch. Und im weiteren Verlauf der Episode missfällt mir auch ganz klar, was sie mit Morgan schon wieder hier machen. Und so sind schade. Menschen doch auch nicht. Also es hat doch jeder so eine Art Philosophie, wie er durchs Leben geht und versucht sich so halbwegs daran zu... Aber das soll doch schon so eine bipolare Störung in Zombie-Apokalypse andeuten. Aber ich finde es auch wirklich, ich finde es mega langweilig. Und ich denke mir, denk auch, lass ihn halt bitte sterben. Kann ihm nicht irgendwas Blödes passieren, das tut mir auch so leid. Weil das ist halt, aber ich finde es auch langweilig. Weil gut, das sehen wir dann in der nächsten Staffel wieder, dass er wieder Zen Morgan ist. Und dann soll man dann wirklich als Zuschauer denken, wow, oh krass, jetzt bringt er wieder 1000 Leute um. Das nimmt mich voll mit. Morgan, Bad Morgan ist zurück. Weißt du? Ja, ist er jetzt auch wieder so halb. Ja, aber das ist doch, aber wer aber die TVD-Autoren denken, glaube ich, das ist doch langweilig. Die denken, glaube ich, wirklich, dass wir das voll spannend finden, was er jetzt gerade ist. Ich bin gleich zum ersten Mal kurz davor, wirklich einen Zuschauerinnenbrief zu schreiben. Dear The Walking Dead, I don't like your show. Die lesen sie bestimmt auch. Ja, vielleicht schon. Wenn ich ein Komodo-Waran-Bild beilege. Er sagt ja auch dann, ich war es nicht, der dich gerettet hat. Also das ist ja auch wieder so ein bisschen komisches Ding. Ein klasse Dialog auf jeden Fall. Und es trennen sich ja dann auch die Wege, als Morgan Rick über den Weg läuft. Und was mit Carol weiterhin passiert, können wir vielleicht auch gleich nochmal weitermachen. Also das war doch auch nicht nachvollziehbar. Dass der plötzlich, gut, er trifft Rick und dann irgendwie, Morgan, it's me, und dann starren sie sich an und dann freuen sie sich, weil sie jetzt zusammen alle umbringen gehen. Aber ich finde das auch, und dann werden sie gefangen genommen, lol. Aber ich fand es überhaupt nicht plausibel, dass jetzt, auch wo Carol jetzt hin ist in dem Moment, dass sie nicht mal sagt, hi Rick, how you doing? Und dann irgendwie, keine Ahnung. Aber hat Carol in dem Moment Rick überhaupt wahrgenommen? Ja, aber wundert die sich nicht, dass Morgan nicht mehr da ist? Also ich meine, ganz ehrlich, das ist alles total... Die streifen da im Wald umher und wenn einer weg ist, dann ist okay. Aber Henry müssen wir suchen. Okay, machen wir erstmal die Carol-Sache fertig und dann springen wir gleich zu Rick über. Weil sie hört ja Henry dann irgendwann. Wir zerstören wieder deine komplette Struktur. Ja, sie hört ja dann Henry irgendwann und der versteckt sich in so einem
wie kann man es nennen, Baumgestrüpp habe ich es genannt, am Wasser. Wurzelgestrüpp. Ja. Ein Lager, wie wir es früher auch gebaut haben. Genau, und kann ihn dann doch noch retten und dann sieht sie ein, dass sie doch ein bisschen eine Fehleinschätzung hatte. Ihre Intuition hat sie verlassen, weil sie ja gedacht hatte, nee, der ist eh tot, der Junge. Ist natürlich auch wieder diese Parallele dazu, dass sie damals in der zweiten Staffel Sophia so lange gesucht hat und hier eigentlich relativ schnell Henry schon aufgeben muss. Ich finde es geil, dass das jetzt der Callback ist von der zweiten Staffel, wo sie noch eine ganz andere Person war. So, da war sie halt noch das Mütterchen, das natürlich alles daran setzt, ihre Tochter zu finden. Und jetzt ist sie ja eigentlich Badass Carol. Und dürfte eigentlich keine Angst davor haben, ihn tot zu sehen, weil sie ja auch aber Kinder schon ermordet hat. Aber das ist doch wahrscheinlich, also sind ja schon alles Dinge, die sie triggern halt, glaube ich. Und ja, das ist halt einfach, was überhaupt nicht, dem sie, glaube ich, auch nicht leben kann mit diesen Tatsachen. Deswegen umgeht sie halt. Das ist halt die Maske, die sie aufsetzt. Ja. Also ich meine, sie tut nach außen schon stark, aber ich glaube, Kinder sind wirklich ihr Kryptonit. Aber sie hat doch auch in irgendeiner Staffel diesen Cookie Boy da gedroht, dass sie ihn irgendwie am Baum einbindet. Genau, aber das macht sie, glaube ich, um halt diese, um den von sich fernzuhalten, keine emotionale Beziehung aufzubauen. Ich meine, es ging ja bei Mika und Lizzie, übrigens die einzige The Walking Dead Episode, die ich sehr liebe und toll finde. Ja, das die ging einzige. Ja halt von, ja doch. Dann die ganzen Serie, der ganzen Serie, ja. Ich finde auch die jetzt als Kinder super. Ermordet werden, das ist meine Lieblingsfolge. Nein, aber es ist halt eine richtig krasse, gute Folge. Mehr Kindermord. Ach Mann, ihr seid doof. Ja, das war die letzte gute Folge, sagen wir mal so. Vielleicht, ja. Nee, aber ich glaube halt schon, dass das, ich meine, wie krass ist das, wenn du halt so zwei Mädels, also oder ein Kind umbringen musst, weil es halt einfach nicht funktioniert in dieser Welt, weil sie halt gefährlich ist. In dem naja, man hätte, das ist schon krass. Das war ja schon diskutabel damals. Ja. Aber lassen wir uns dieses Fass nicht nochmal aufmachen aus Staffel 4. Ja, aber natürlich hat er jetzt auch, sie sagt jetzt so freimütig oder so, ja, sorry, ich lag falsch, natürlich konntest du überleben, du hast es mir jetzt bewiesen, wow, natürlich ist da ganz viel Glück an der Sache, weil da drei Zombies um ihn herum in der Situation schon sind, also prinzipiell wäre sie jetzt nicht vorbeigekommen, wäre es mit dem Henry auch schon vorbei gewesen. Auch ein klasse Dialog übrigens. Genau, der verliert ja auch wirklich alles, also ich meine, es ist ja so, hast du das im Vorgespräch gesagt? Henry und Gretel, der verliert ja wirklich alles, was er da hat und legt so eine Indizienspur für Carol, damit sie ihn auch findet. Also, naja. Die Rüben. Aber ich habe auch überlegt, Sophia, da muss ich Comicwissen andeuten, ich muss dann immer ein bisschen dran denken, was ich verraten kann oder nicht. Sophia in der Serie ist ja in Staffel 2 schon gestorben und Sophia im Comic ist immer noch da. Ach so, deswegen finde ich diese ganze Henry-Situation jetzt und die Tatsache, dass er, der Schauspieler, der Bruder von der Sophia-Darstellerin ist, eigentlich irgendwie ganz poetisch, so eine schöne Entscheidung, weil vielleicht übernimmt er jetzt so ein paar Sophia-Rollen, die sie im Comic halt macht. Mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich diese Diskrepanz mit Karl, der halt auch ein anderes Schicksal in Comic und TV-Serie hat. Also da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Vielleicht werden sie jetzt Henry und Enid irgendwie ein bisschen koppeln. Ich weiß es nicht. Ist nur so eine Möglichkeit. Die ist natürlich sehr viel älter, ja. Also aber ich meine, es ist auch freundschaftlich schwierig, oder? Ja, weil die jetzt älter ist. Ja, stimmt. Wahrscheinlich müsste es dann eher so eine andere gleichaltrige Person für Enid noch irgendwie einführen oder so. Oder Enid übernimmt halt die Sophia-Rolle. Also man kann mal gespannt sein, wie die TV-Leute diese ganzen Kinderrollen da auffangen. Jetzt wo Karl war ja oder ist im Comic halt eine sehr wichtige Figur. Mhm. Und deswegen gibt es da auf jeden Fall ein Vakuum, was es zu füllen gilt. Und vielleicht ist Henry ja der Auserwählte, der irgendwie jetzt ein bisschen das Ganze macht. Natürlich ist auch interessant, und da verrate ich gar nicht, was mit Carol im Comic passiert ist, aber da gibt es ja auch wieder Diskrepanzen. Also es ist alles so blub, 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 blub. Wie ist denn eigentlich bei dir die kognitive Dissonanz von Comic und Serie? Weil ich habe gerade als ich unterwegs war, habe ich The Sun gelesen, das Buch, und dazu gibt es ja auch eine Serie. Und die habe ich jetzt von dem Luther macht die Serie? Oder eine andere Serie? Nee, The Sun mit O, der Sohn, der erste Sohn. Also die halt. Timothy, warte mal, wer spielt die Rolle? Der James Bond, der ehemalige. Pierce Brosnan. Ja. Und ich fand es ziemlich anstrengend, die ganze Zeit an die Unterschiede zu denken. So. Das gibt's bei Ready Player One jetzt auch gerade aktuell im Kino. Also die Vergleiche kann ich, glaube ich, nicht komplett ausschalten, aber ich akzeptiere irgendwann auch, dass es natürlich zwei eigenständige Werke sind, musst du ja auch akzeptieren, weil im schlimmsten Fall
oder in negativen Fällen. Manchmal kann es gut sein oder interessant sein, als Experiment sowas eins zu eins zu adaptieren. Siehe Sin City, Film und Comic. Oder siehe Watchmen, Film und Comic, was zwei ganz unterschiedliche Varianten sind, wo sich sehr nah dran gehalten wird und du trotzdem sehr unterschiedliche Resultate hast. Und bei The Walking Dead gibt es jetzt zum Glück diese ganzen Remix-Faktoren, die noch so ein paar interessante Sachen bringen. Aber gleichzeitig bevorzuge ich, wenn man mir eine Pistole an den Kopf fällt, bevorzuge ich das Comic vor der TV-Säge. Hättest du das vor zwei Jahren auch noch gesagt? Auch schon gesagt? Ja. Also sagst du das schon immer? Oder ist es erst jetzt, seit die Serie so einen Bach runtergeht? Also sie hat eine ganze Weile einen guten Job gemacht, sich zu unterscheiden und so ein paar Neuheiten einzubringen. Aber inzwischen halt seit der 8. Staffel spätestens gibt es halt eklatante Schwächen, die den Schaugenuss doch arg trüben, finde ich. Mhm. Und ich weiß ja nicht, ich glaube, die Mehrheit, wenn ich mal die Kommentare anschaue, sieht das, glaube ich. Aber du liest immer noch super gerne den Comic. Ich lese den Comic super gerne, ja. Tatsächlich. Also da hatte ich jetzt auch, da hatte ich nie Phasen, wo ich mir gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr oder so. Oder das war jetzt super unlogisch. Natürlich gibt es ja Logiklücken und alles. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass Kirkman, weil er auch nur ein einziger ist und dann natürlich seine Vision zusammen mit dem Zeichner Rainer umsetzen kann, viel mehr Freiheit. Heißt Rainer, der Zeichner? Nein. Also, weiß ganz genau, was ich meine. Ähnlich gut wie Henry und Gretel auf jeden Fall. Es gibt halt weniger Einflüsse von außen, die ihn davon abbringen, die Geschichte, die er möchte, umzusetzen. Hm. Ja, und wie viele Geschichten werden gerade versucht, in The Walking Dead der Serie umzusetzen? Sehr viele. 20. Aber es gibt doch bestimmt mehr Charaktere in der Serie als in dem Comic mittlerweile. Mhm. Nee. Ja, aber ich meine, Comic als anderes wirklich. Format, das klappt natürlich gut. Ja. Also das ist ja auch in Büchern und wissen wir ja, dass das gut, besser klappt als in Serien. Ich glaube, es gibt tatsächlich viel mehr Charaktere im Comic als in der Serie. Aber die haben dann nicht so viel Screentime sozusagen. Also Rick ist nicht so, also irgendwann ist Rick nicht mehr so dominant im Comic wie in der TV-Serie. Können wir das in der TV-Serie auch machen? Also du hast dann halt wirklich manchmal vielleicht so ein Heft, wo du, na gut, das machen sie ja hier auch in Einzelepisoden, wo man Michonne mal folgt oder wo man irgendwie auf Karls Abenteuer. Aber haben sie das letzte Mal gemacht? Aber sag jetzt nicht mit Karl, als er gestorben ist, das zählt nicht. Weil ich finde, es gab eine halbe Jadis-Fokus-Episode. Ja, und die fand ich toll, liebe Jadis. Ja. Aber ich fand diesen Exkurs jetzt vielleicht mal sogar ganz interessant. Das haben Leute ja, glaube ich, auch mal gefordert, dass man da vielleicht mal ein bisschen mehr drauf einspricht, jetzt auch ohne zu viel zu spoilern selbst. Aber ich find's auf jeden Fall eine berechtigte Frage, wie man das denn sieht als Comicleser und ob man sich davon irgendwie abkoppeln kann oder nicht. Aber ja, eigentlich schon. Mhm. Und ich meine, ja, muss halt. Ich habe ja auch das erste Compendium habe ich auch gelesen vom Comic. Das fand ich auch sehr gut. Obwohl ich die Serie vorher auch schon kannte. Mhm. Und da das ist natürlich auch ein interessanter einiges. Weg, ja, wie man da dran geht. Vielleicht muss ich einfach wieder anfangen, das weiterzulesen und werde dann doch glücklich. Es wird wieder gut, Leute, es wird wieder gut. Apokalypse, ja. Okay, das war der kleine Comic-Exkurs. Zurück zu Rick, der eine wahnsinnig gute Storyline hat. War fertig mit ich glaube, wir springen nachher noch einmal ganz kurz, wenn wir es wieder ins Hilltop zurückkehren. Okay. Nämlich... Wir müssen es nicht mehr Carl rufen. Diese ganze Rishon-Sache, ne? Die haben wir auch letzte Woche schon so ein bisschen besprochen. Weniger Chemie habe ich im Fernsehen noch nie gesehen. Ich bin ja inzwischen auch leider in dem Camp. Ich war ja auch lange Zeit, dass ich diese Pairing eigentlich mochte. Aber ja, die sehen hübsch zusammen aus, aber das war es dann auch. Ja, weil ich meine, du hast vorhin schon gesagt, als du die Folge geschaut hast, was macht Rick da in Michons Gesicht? Und ich habe dir gesagt, ja, ich glaube, er versucht zärtlich zu sein. Das ist so geil. Aber meine Güte! Kommt es nicht so rüber, wenn er da irgendwo... Ja, so ein bisschen so ein Fleck. Ich male dir jetzt Kriegsbemalung auf. Ja, aber ich mache den, keine Ahnung, mit meiner Spucke mache ich den Dreck in deinem Gesicht. Gar nichts zwischen den beiden. Michonne versucht aber also auf jeden Fall, händeringend an Rick heranzukommen und irgendwie ihn aus seiner Trauer zu befreien, die jetzt auch so knappe 6 Folgen schon lang ist, glaube ich. Natürlich checken wir alle, dass die Erzählzeit nicht die erzählte Zeit ist hier, sondern dass wir wirklich nur ein paar Tage, Stunden oder sonst irgendwas hier verbracht haben. Aber dennoch wirkt es halt so, als wäre es extrem lang schon. Und es nervt ultra krass, Alter. Ich meine, ich verstehe, dass natürlich muss man dem ganzen Tribut zollen, dass er seinen Sohn verloren hat. Aber wie sie es machen, ich weiß auch nicht. Also da müsste mal ein bisschen mehr Aktion drin sein, weil er immer nur so, soll ich den Brief jetzt lesen oder nicht? Ja, aber das ist ja nicht mal das, was er sich fragt. Er sagt nur, muss alle umbringen, muss Negan umbringen, irgendjemand muss bezahlen. Und Michonne sagt, lies doch den Brief, Schatz. Lies doch mal den Brief, den dein Sohn dir geschrieben hat, Mensch. Also, ja. Und ich hätte viel lieber erfahren, ich meine, wir haben ja Michonne gesehen, wie sie ihren Brief gelesen hat. Darüber hätte ich gerne mehr erfahren. Ja. Weißt du, das ist auch schon traurig. Ich habe meinen gelesen. Lest du auch mal deinen. Ja. Er hat ja ihn gefragt, ob er ihren Brief auch lesen will. Ja. Ja.
Briefe sind auch ein tolles Medium immer, finde ich, in Serien. Das ist ja, man spannend. Könnte ja dann Voice-Over von Karl nochmal machen oder sowas. Nee, bitte nicht, das macht man. Oh, oh, guckt mal die nächste Folge. Nein! Spoiler, doch. Geil. Ich habe doch noch, die habe ich auch gesagt, hoffentlich kommt das nicht gleich. Karl im Jenseits-Fokus-Episode. Ich fand da einen interessanten Aspekt tatsächlich, den man vielleicht so ein bisschen verdrängt hatte, den die Autoren jetzt wieder krampfhaft versuchen rauszuholen, nämlich, dass Michonne ja sehr genau weiß, wie Rick sich fühlt, weil bevor sie eingeführt wurde, hat sie ja genau auch ihre Familie verloren. Sie hat ihren Lebensgefährten verloren und sie hat ein Kind verloren. Mhm. Und sie weiß ganz, ganz, ganz genau, was er durchmacht und sie war natürlich auch so ein bisschen reserviert. Sie hat ja am Anfang, die ersten zwei Staffeln hat sie so viel geredet, wie Daryl wahrscheinlich manchmal redet. Aber Daryl redet jetzt. Aber dann kam halt Andrea und hat sie so ein bisschen geführt und leider in der TV-Serie, das ist auch so ein Unterschied, Andrea im Comic ist eine Top-Figur in der TV-Serie, leider total verkackt, das ist das größte Beispiel. Ja, aber da haben sie es noch richtig gemacht, sie einfach umgebracht. Ja, genau. Damals sind noch Leute gestorben, die genervt haben. Und sie versucht halt irgendwie alles so von wegen, ja, hier, guck mal, da ist deine Tochter, die noch lebt, mit der könntest du dich ja auch irgendwie mal befassen, liest doch den Brief und so, aber macht's halt nicht und naja, dann geht er halt schon wieder raus und holt seine komische Rache ein, indem er zu Alden, den freundlichen Survivor, geht und ihn befragt, ey, wo könnten die denn abgehauen sein? Genau. Ja. Mhm. Der Backstreet Boy. Und der sagt ihm halt, ey, guck mal da, hier ist so eine Hütte, da könnten sie sein und so. Aber tu mir doch den Gefallen, schlachte die nicht sofort ab, oder? Nicht alle umbringen, bitte. Ach. Aber was macht Rick? Natürlich genau das Gegenteil von dem, was man ihm irgendwie gerade sagt, so als Trotzhandlung. Ja, vor allem, warum hat er es auf die jetzt eigentlich abgesehen? Weil die haben ja jetzt eigentlich nicht unbedingt was mit dem Tod seines Sohnes zu tun, oder? Niemand hat was mit dem Tod seines Sohnes stimmt, zu tun. Er ist einfach von einem Zombie gewesen, worden im Wald. Der Grundkonflikt hat schon ein bisschen was mit... Eigentlich müsste er den angehenden Arzt da umbringen. Ja, das bringe ich jetzt nicht auf dumme Ideen. Ja. Das hört er, der steht direkt hinter dir, Exi. Dein Wort in Ricks Ohr. Ja. Das wäre ja, oh Gott, wenn die da auf diese dumme Idee auch noch kommt. Das ist einer der wenigen guten neuen Charaktere. Wieso? Dieser Dude. Ja, was macht er denn? Warum ist das ein guter Charakter? Weiß ich nicht, ich finde es ein guter Schauspieler und weil er einigermaßen interessant geschrieben ist. An dem nichts interessant. Wo ist der überhaupt geschrieben? Sorry. Wo ist der geschrieben? Wir haben den Namen auf dem Zettel geschrieben und hier Arzt, Funktion, das ist wie bei, keine Ahnung, wer bin ich? Aber er ist noch kein richtiger Arzt, deswegen wird er von dieser Rando-Ärztin auch so angepasst. Dr. Dana. Dr. Dana. Wir haben Dr. Dana. Dr. Dana. Ja. Oh Mann. Hm. So, und dann springen wir wieder an diese Stelle rein, wo Morgan nämlich auf Rick trifft und ihm auch sagt, I am not right. Und dann gibt es auch wieder diesen Dialog, okay, I am not right, let's finish this. Yeah. Wir sind beide cray-cray und müssen jetzt irgendwie Leute verkloppen. Sterbt bitte beide in irgendeinem Feuerhagel. Aber damit ja nicht genug, sondern sie werden ja auch direkt überwältigt. Und mir kann ja niemand erzählen, dass sie geplant haben, dass sie von den Saviors überwältigt natürlich werden nicht, wollen. Oder? So slapstick. Ich fand das richtig, das war doch, fand ich auch so ja, komisch. Nee, da kannst du nichts mehr, kannst du dies mehr zu sagen. Das ist einfach nur noch, da passieren einfach nur noch Dinge, weil sie passieren sollen. Und die Savior schleppen sie dann halt in ihren Unterschlupf und machen halt nichts mit denen, sondern besprechen halt. Sind mega emotional und diskutieren irgendwie. Genau. Was diskutieren die da nochmal? Also ob sie zurückgehen sollen. Ob Rick nicht vielleicht irgendwie dazu führen könnte, dass Negan sie wieder zurücknehmen möchte, weil natürlich ist Rick ein sehr wertvolles Geiselstück. Ein Geiselstück. Eine Austauschgeisel, die man da. Aber auch nur, weil sie es die ganze Zeit wiederholen, dass er sehr wertvoll ist. Und eigentlich ist er ja gar nicht mehr so wertvoll. Weil er kein guter Anführer mehr ist. Aber das ist ja schon seit drei Staffeln so. Und bevor sie überwältigt werden, sehen wir ja auch schon im Hintergrund so eine Walker-Herde. Och Mann, ey. Und natürlich auch gesagt, hohoho, da könnt ihr jetzt. Und da über hat die mir wissen, aber der rote Pfeil gefehlt, der rote Ballon. Der grüne Ballon. Und über die haben aber Rick und Morgan Bescheid gewusst, ne? Weil sie das ja dann als Argument anführen, dass sie entfesselt werden. Ja. Aber das hat man vorher nicht gesehen, ne? Die Walker-Verherde hat man so gesehen. Ein bisschen im die hat man so im Hintergrund gesehen. Morgan geht so auf den einen Weg lang, glaube ich. Okay. Und also man sieht hier so die Herde. Morgan geht dann fernab von der Straße lang und hier läuft so die Herde lang. Wie oft gab es eigentlich schon eine random Walker-Herde, wenn sie ihnen genehm war? Finde ich eigentlich ganz niedlich, dass sie sich in Herden auch aufhalten. Das macht mir und diese vor allem, dass sie dann auch einfach da in das Haus reinlaufen, weil die so laut rumschreien. Und die Mucke, wenn so eine Zombie-Herde kommt, die geht mir auch echt. Das ist immer so, als wäre das super spannend. Weißt du, kommt diese Zombie-Walker-Herde. Oh, jetzt stirbt bestimmt Rick. Und dann immer die Close-Ups auf die Walker mit ihrem Schnapp. Dann, ich habe mich auch gefragt, weil das Zombie-Design ist ja nach wie vor exzellent. Also man muss ja wirklich sagen, dass das
momentan wahrscheinlich das, die große Stärke der Serie ist, dass die Zombies immer noch so, dass die mit so viel Liebe quasi gestaltet werden. Und, darüber und, machen sie sich auf jeden Fall mehr Gedanken als ja. über Pistolenschüsse, die irgendwo und da habe ich mich wirklich gefragt, geht das ganze Geld gerade, also ist es bei Walking Dead so, dass das Riesenbudget, dass das Riesenbudget quasi an die Walker-Gestaltung geht und dann nichts mehr übrig bleibt und du dann irgendwie so einen Huhn hast, dass du die Drehbücher schreibst. Hier, dieser Wackelvogel von Homer. Ja, genau. Der die Jahre oder wie bei South Park, das Huhn, das die Finanzpolitik der US-Regierung bestimmt. Oh Gott. Ja. Aber gehen wir doch mal zurück auf das Inhaltliche hier oder das vermeintlich Inhaltliche, weil Rick lügt denen ja die Hucke voll. Und ja. Es gibt Leute in den Kommentaren unter der Review, genau, in den Kommentaren unter der Review, die meinten halt, dass es eine Überraschung war. Aber ich finde ja, Rick hat von der Regie und von dem Drehbuch her ganz genau die Anweisung bekommen, ich benehme mich jetzt möglichst arschlochartig, ich bin laut, mein Plan ist natürlich auch, die Walker reinzuholen. Und man hört auch an seiner Intonation, wie ich finde, dass er keinerlei Absicht hat eigentlich, die Savior zu verschonen. Er sagt, er hat so ein Grinsen drauf, finde ich schon. Vielleicht ist, ein vielleicht, manisches Grinsen. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, dann müsst ihr gleich nochmal Input geben. Aber ich finde ja schon, dass man schon in dem Moment sieht, dass er keinerlei Anstrengungen bemüht, die wirklich dann neu durchstarten zu lassen im Hilltop. Sondern er sagt denen, ja, ihr könnt es machen, aber eigentlich denkt er sich schon von vornherein, nee, die bringen wir doch alle um. Ich bin da drauf schon reingefallen. Ja? Also ich dachte schon. Ich bin auch ein bisschen drauf reingefallen. Ich war schon überrascht, als er sie dann einfach so krass kaltblütig abknallt. Und dann noch mit Blick in die Kamera, I lied to you. Und dann vor allem auch Morgan dann so mitmacht. Ja. Die nicken sich einmal zu und dann schmetzeln sie alle ab. Aber es gibt ja bei beiden Indizien, wir erinnern uns an diese Szene, wo, glaube ich, Morgan den Darm einmal so komplett rausreißt oder die Augen so ausquetscht. Also Morgan hat schon super gewalttätige Tendenzen und übergewalttätige Tendenzen. Und Rick auch. Aber dass sie halt einfach, also... Ja, es war natürlich eine Notlüge in dem Moment, aber ich meine, es ist ja auch mega gewagt, dann so laut zu sein, damit die Walker reinkommen, weil er kann ja nicht davon ausgehen, dass er losgemacht wird von seinem Fesseln. Aber hat Rick schon sowas vorher mal gemacht, dass er sein eigenes Wort gebrochen hat? Ich glaube nicht, oder? Natürlich. So richtig, stimmt. Weil er hat es doch ganz deutlich, das muss das ja auch nochmal sagen, dass er gelogen hat. Das stimmt. Nicht. Also ich finde das, ich glaube halt, das sollte ein großer Rick-Turning-Point sein, der keiner war, aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt, wo du sagst, da müsste ich überlegen. Also kaltblütig war Rick auf jeden Fall schon an ganz vielen Situationen, aber ob er sein Wort gebrochen hat, das kann ich jetzt nicht 100% sagen. Weil er ja auch so da drauf irgendwie pocht. Also er war schon kaltblütiger, würde ich sogar sagen, zum Beispiel bei dem Überfall auf die Savior-Station damals, auf diese Radarstation. Aber ich finde, da war es halt so ein bisschen, ich finde, das jetzt halt verwischt sind halt diese Grenzen, dass er einfach, ich meine, kaltblütig gegen andere Gruppen auf jeden Fall. Naja, man muss sich ja schon irgendwie frei machen. Der ist halt kaltblütig gegen alle, nur nicht gegen sich. Der hat halt, ich weiß nicht, der hat doch komplett... Ja, alle, die nicht zu der AHK-Fraktion gehören, außer vielleicht Siddiq, der irgendwie eine Freikarte bekommt, weil Karl ihn gerettet hat. Mhm. Aber es ist schon, der eine Dude rettet ihn ja explizit das Leben vor einem Walker und dann später töten ihn. Nur später, das glaube ich direkt im Anschluss. Das ist wirklich, das sind keine 30 Sekunden später. Ja, aber ich glaube, die Savior sind halt alle komplett in einem Haufen und die müssen alle umgebracht werden. Es hat mich auf jeden Fall schockiert und ich meine, meine Tendenz geht ja sowieso dahin, dass ich Rick immer unsympathischer finde. Es hat schon mit der Sache angefangen, wie er sich weigert, irgendwas von Karl mal zur Kenntnis zu nehmen. Wobei du natürlich schon berechtigte Kritik auch gegeben hast, weil er ist natürlich ein Jugendlicher. Warum sollte man automatisch einem Jugendlichen folgen und so blind und so? Kann man alles so und so sehen. Aber ich finde halt wirklich, diese Entwicklung von sowohl Morgan als auch Rick ist extrem moralisch bedenklich, verwerflich und... Und das Wort Entwicklung ist auch eigentlich falsch. Meine Sympathie tendiert bald gegen null. Ja. Und ich meine, ich weiß, glaube ich, ganz genau, was sie vorhaben mit Rick und so. Aber wir haben jetzt noch 2 Episoden bis zum Staffelfinale. Und das, was er jetzt in dieser Folge allein gemacht hat, das kannst du gar nicht mehr mit... Da müsste er jetzt an jeden Savior einzeln Blumen verteilen und irgendwie so eine Pralinenschachtel geben und dann irgendwie den umarmen und dann irgendwie seinen Toten wiederbeleben, um das irgendwie wieder aufzuwiegen, was er jetzt da gemacht hat. Naja, also ich finde schon, dass er... Also dass es halbwegs berechtigt ist, dass er die ganzen Saviors umbringen will. Ich meine, die sind ja Todfeinde quasi. Also. Aber die machen ja nichts. Was machen die denn? Nein, die greifen die doch ständig an. Aber waren ja die Hilltop-Saviors, weißt du? Ich meine, da waren es schon auch... Nee, aber es gab doch vor 2 diesen Pfeilangriff. Das waren doch keine Hilltop-Saviors. Das waren doch... Aber die Geflüchteten sind die jetzt heute quasi, die er in der letzten Episode jetzt aktuell umgebracht hat.
Und ja, da war gut, ja schon, aber ich meine, wenn dir so da haben wir vor ein paar Episoden drüber diskutiert, ob man die umbringen soll oder ob man die als Gefangene halten soll, weil sie zu viel Arbeit kosten. Also ich meine, die Diskussion haben wir auch schon. Aber jetzt waren sie ja auch gar nicht mehr da. Und ich meine, so jetzt ist er ja in seiner Rage. Kannst du ja auch umbringen wegen mir, aber wieso? Der arme Typ mit seinen Kuhaugen rettet Rick das Leben, nickt ihm zu so, hey ja, Bro, ich komme mit dir zurück. Und der eine noch, der sich irgendwie die Ohren zugehalten hat. Ja? Was war denn das eigentlich für eine Angst? Ich möchte das nicht hören. Aber weißt du, dann liegt der eine dann noch am Ende am Boden, dann kommt Rick her und macht Psycho-Rick-Gebla, was ich gar nicht genau verstanden habe, um ihn dann auch noch direkt schön zu erschießen. Ja. Ah, ich finde es, ich weiß nicht, das ist doch... Ja, kurzen Prozess, ich meine, das ist ja, muss im doch Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Ja. Und ich meine... Ich bin froh, dass die ganzen Savior ehrlich gesagt nicht überlebt haben. Ich war froh, dass dieser eine ätzende Savior mit den langen Haaren... Ja, da bin ich auch froh, dass der... Ich auch. Und ich habe es die ganze Zeit gefordert, aber trotzdem ist es so pervers, dass ich jetzt wieder Mitleid mit dem hatte, weil Morgan da ihn so an dieser Gittertür so festhält. Und da kannst du doch kein Mitleid mit dem Dude haben, der the worst guy ever war. Ja, aber Morgan ist doch genauso der worst guy ever. Ja, deswegen sollen die ja auch sterben. Die ganzen Bros müssen sterben. Wenn du jetzt Jared, ja, müssen die auch. Der Rick und Morgan und Negan, die müssen alle drei sterben im Finale und wahrscheinlich wird keiner von den drei sterben. Ja. Also ich hatte mit keinem Mitleid, aber ich habe auch einfach keinen Bock mehr auf die Geschichten von diesen Leuten, weil die einfach unten durch sind. Georgie, wir wollen Georgie wieder. Ja, Jordi wäre super. Ja. Aber es ist halt doch, das ist allein schon schade. Ich meine, wie gesagt, mich hat das schon überrascht mit Rick, dass der jetzt da einfach dann, vor allem halt dem einen Typen, der ihm freundlich geholfen hat, die Axt in die Fresse gehauen hat. Das fand ich schon heftig. Aber sonst, ich finde das auch abstoßend, wenn ich das angucke. Aber ich denke mir nicht, oh Gott, Morgan, was tust du? Wo ist mein Lieblingsmorgan hin? Das denke ich schon seit 2 Staffeln nicht mehr. Und ich denke mir nur, gut... Weiß nicht, die haben halt ja. Ich meine, hat der nicht auch eine neue Serie und alles? Hätte ich mal Zeit bei Lane James? Langsam. So ein bisschen, als hätte ich meine Lemminge in diesem Computerspiel früher, als hätte ich denen halt Namen gegeben. Aber die sehen alle irgendwie gleich aus und laufen untereinander her und das ist halt alles so. Es sind alles die Dudes, ey. Wenn man da mal andere Leute irgendwie in die Führung lassen würde, wie Maggie zum Beispiel, dann würde es wahrscheinlich alles ein bisschen anders aussehen. Die hat doch jetzt auch wieder ein bisschen. Die hat doch Hoffnung. Aber doch die super Führung jetzt. Ja. Die ist doch eine super Anführerin. Ja, aber wenn Rick wieder zurückkommt, dann ist es doch wieder anders. Ja, sag ich ja, dass Maggie Judas übernimmt das im Endeffekt. Das bestspielendste Kind auf der Welt. Judas nimmt da dann so eine Minute in den Arm. Ich weiß nicht, ob das in der Folge war. Naja, aber guckt sie an. Dann guckt sie kurz an und dann so, ja, okay, ich gehe jetzt. Psycho Daddy ist wieder da. People töten. Weil das so gut funktioniert hat in der Vergangenheit. So widerlich, wie das Ganze auch ist und so verwerflich, wie das Ganze auch ist, es wird ja jetzt auch schon in der Situation vorbereitet, dass Rick ein bisschen einsichtig wird, weil er ja morgen nach dem Metzeln fragt, warum hast du mich damals eigentlich gerettet? Aber er wird doch dadurch wieder einsichtig. Ja, das habe ich auch nicht kapiert, was schon. Dann Morgan geantwortet Morgan hat. Ist natürlich der OG-Retter von allen, wenn ihr mal zurückgeht. Ohne Morgan hätte es keinen Rick gegeben, ohne Rick hätte es keine andere überlebende Gruppe gegeben, weil Rick so oft schon die Gruppe gerettet hat. Und natürlich ist es auch eine Kettenreaktion. Ohne Rick und Carol, wenn du mal die beiden nimmst, wären sie in Terminus alle gestorben, weil die Kannibalen sie aufgegessen hätten. Oh, das war noch cool. Sorry. Aber Morgan hat natürlich sehr viel Verantwortung auch dafür, dass er die alle mal irgendwann gerettet hat. Also so grundphilosophisch gesehen, wisst ihr? Und der hat das Ganze eigentlich nur gemacht, weil er einen Sohn hatte. Und weil der Sohn ihn dazu gebracht hat, dass er einen positiveren Ausblick auf die Welt hat. Dadurch ist er auch wahnsinnig geworden. Ja. Ja, genau. Und als der Sohn weg war, wurde er wahnsinnig. Okay, und jetzt denkt Rick an seinen Sohn und an den Brief. Also ich glaube, das ist so die Vorbereitung jetzt einfach dafür, dass er endlich mal den verkackten Brief liest. Wie kann man das D dann nochmal, wie war das? So macht er ein D, ne? Das ist wahrscheinlich Dad. Ja. Ach man. Da steht dann wahrscheinlich, ist dann einfach ein leeres Blatt. Los, Funk! I hate you! Karl Popper. Dad, where's the pudding? Chong! Yeah. Karl. Karl rules. I hate you forever, Karl. Wir gehen mal zum Hilltop Aftermath, wie ich es hier genannt habe, bevor wir zum Main Event zum Lagerfeuer, den wir auch noch gar nicht besprochen haben. Nämlich Morgan kehrt er dann zurück und erzählt Henry, der ja auch wieder im Hilltop da ist, ich habe die Leute getötet, die deinen Bruder getötet haben. Ich würde schreiend weglaufen als 10-Jähriger. Aber war das nicht dieser Gavin? Den er selbst getötet hat? Das war doch eigentlich. Gavin und Jared hatten beide so ein bisschen ihre Finger im Spiel. Richard hatte seine Finger im Spiel. Morgan hatte seine Finger im Spiel. Es gab ja, ich erinnere immer wieder gerne an Melonengate. Eigentlich war alles nur die Schuld der Melone, die da war. Die eine Melone. Ja, aber er sagt auf jeden Fall, das habe ich jetzt für dich gemacht. Und dann gibt es ja auch noch diesen Blick, den Rick Alden zuwirft, so von wegen, da, it's the motherfucking R.I.C.K. Rick the Prick. Oh Mann, ey. Genau, Morgan weint, weil er irgendwie was gemacht hat.
Ja. Ja, und davor gab es dann noch das Carol-Ezekiel-Gespräch. Ja, erzähl mal. Das war lieb, weil die haben Händchen gehalten, einspannen. Aber da erzählt Carol eben auch nochmal, dass sie eine Tochter hatte und dass es ihr deswegen so schwerfällt. Ja, diese Henry-Sache. Und dass sie aber froh ist, dass sie auf Ezekiel gehört hat. Und dann haben sie am Ende Händchen gehalten. Und deswegen schippe ich jetzt auch wieder Carol und Ezekiel. Und dann gibt es noch den Monolog, den wir euch ganz am Anfang, beziehungsweise Dialog, den wir euch am Anfang vorgestellt haben mit Michonne und Rick. Von wegen, I'm sorry, I love you. Wobei da, I'm sorry, I love you. So ist es ja eigentlich. Thank you, I'm sorry, I love you too. Das ist der Dialog. Wobei da natürlich Michonne keinerlei Ahnung hat. Also ich meine, sie kann ja nicht Telepathie oder sowas. Ja. Und sie hat ja keine Ahnung, was er gemacht hat. Und das ist alles ein bisschen... Aber ich meine, der wirkt doch auch jenseits von Tralala, das muss man schon auch sagen. Ja, und dann liest er aber den Brief, ne? Möglich. Er nimmt den Brief und verbrennt ihn. Schaut euch mal meinen Artikel zu den Vorschau-Videos auf die nächste Folge an. Da gibt's Brief. Jetzt Voice-Over extravaganza. Dear Dad. Ja, also, naja, gut. Okay, aber dann... Shades und Negan. Oh, ja. Das ist der unbestrittene Höhepunkt einer grandiosen Episode. Comedy Gold teilweise, was hier gebracht wird. Erstmal sehen wir ja, wie Jade es überhaupt... Physical Comedy. Wie Jade es überhaupt überlebt, nachdem Simon ihre ganzen Kollegen abschlappen Von dem nicen Container. Ich dachte ja eigentlich, dass der Dude, den sie da mit Kissen bedeckt... Dass es Negan ist? Nee, dass es das jemand ist, den sie rettet. Ach so. Aber dann ist mir auch gefallen, die Blutlache spricht ja eine eindeutige Sprache. Warum bedeckt sie den? Ja, damit niemand drauf kommt, dass sie vielleicht noch leben könnte. Ja, und sie nimmt Was hat das mit der Bedeckung zu tun? Was hat das mit der Bedeckung zu tun? Dass niemand Leute ihn sieht und dann denkt, die Blutlache ist von ihm, oder was? Genau. Ah. Sie macht ja hier auch so ein bisschen mit dem Blut und diesem Aber ich find's halt und dann macht sie die Augen auf. Und ich dachte so, wenn jemand länger als 30 Sekunden auf dich guckt, dann musst du blind sein. So, stell dir mal vor. Ja, versuch mal länger als 30 Minuten die Augen aufzuhaben. Guck mal, du hast schon dreimal geblindet in der Zeit. Ja, weil ich versuche jetzt gerade. Also wie lange 30 Sekunden, ja? Okay, nein, on it. Jetzt, live? Nein. Nee, das machen wir danach, Eddie. Du machst es 2 Minuten lang live in die Kamera. Ja, aber auf jeden Fall ist sie so dieser Todesfalle entkommen und der eine spuckt halt noch auf sie, aber gut, nimmt sie halt hin und dann sehen wir zum ersten Mal. Er wird natürlich auch in dem Moment gerufen, wo er... Und dann schläft sie irgendwie da ein, das finde ich auch geil, vor lauter Stress. Aber wir sehen auch zum allerersten Mal, wie Jade es eigentlich wohnt. Und sie hat eigentlich schon ziemlich nice. Aber das habe ich euch gesagt, ist unter diesem Müllhaufen, dass da super nice Wohnungen sind. Das ist wie Hobbit-Höhlen, nur mit Müll. Das ist so ein bisschen Hi, I'm Jade and welcome to MTV Cribs. This is my wall. Ja, so minimalistisch. Man sieht auch tatsächlich, dass sie dieses Nachthemd einfach unter ihren Kunstklamotten trägt. Da habe ich euch ja ausgelacht für, dass ich das nicht glaube, aber anscheinend war es wirklich so. Gut. Und ja, jetzt hat sie ja Negan-Wear an. Wir haben fast sogar gewettet, dass das nicht nochmal gezeigt wird, aber dann kommt ja da nochmal der Flashback. Also es ist manchmal wirklich verrückt. Kannst du nicht ausdenken. Aber was packt sie da eigentlich in den Koffer rein und warum packt sie den Koffer? Ach, wegen dem Hubschrauber packt sie den Koffer. Ja. Und was ist in dem Koffer drin? Das waren so komische Geräte. Ihre Katzenkunst wahrscheinlich. Aber Negan hat aus irgendeinem unerfindlichen Grund konnte er den Koffer aufmachen und da Waffen rausholen mit seinem Mund. Ja, also nochmal einen Schritt zurück. Sie weint ja erstmal in ihrem Zimmer, macht sich irgendwie fertig dafür. Sie hat ja Negan entführt, was wir nie gesehen haben, wie genau sie auf seine Spur gekommen ist. Ja, sie hatte Negan. Wie sie ins und Auto sie gekommen hat Lucille. Ist. Sie hat Lucille. Genau, und vielleicht hat sie Rick getrackt, während er auf Negan. Das muss ja da passiert sein. Als Rick Negan überfallen hat. Stimmt. Random Überfall, wo dann die ganze Gruppe gesagt hat, nein, lass uns nicht hinter Negan hinterhergehen, er kann das selber machen. Sie wollte wahrscheinlich Rick, ne? Vielleicht auch. Achso, sie wollte Dick. Sie war oh Gott. Aber sie hat Negan irgendwie, gut, sie hatte ihn im Auto schon, aber sie schafft es auch danach noch, ihn irgendwie zu fesseln, auf ihren Rollwagen zu tun. Zu putzen. Der sah auch ordentlich sauber aus. Ja gut, sie hat ihm ja eine runtergehauen im Auto. Das heißt, er war bewusstlos. Das ist leichter, gut. So, wir versuchen gewaschen. Es irgendwie logisch gewaschen. Aufzudröseln. Sie hat ihm den ganzen Körper gewaschen. Aber natürlich hat er keine Ahnung, was da auf ihn wartet, aber er versucht sich halt... Der rollende Negan. Er versucht sich halt wieder aus der Affäre zu ziehen und sagt, ja, nee, ich hatte gar keine Ahnung, was Simon da abzieht und es war jemand, der nicht dem Programm gefolgt ist, was ich irgendwie hier festgelegt habe. Er ist auch wieder wie bei Karl und das hast du ja geleugnet. Ich finde aber immer noch, dass es wieder aufrichtig ist. Das ist der aufrichtige Negan. Er ist aufrichtig. Der ist schon reudig, viel zu weit über den Jordan. Reudig, stimmt, Adi. Reumütig. Reumütig.
Genau. Ja, so eine Psychoart reumütig, würde ich schon auch sagen. Ich glaube, das ist halt nicht in seinen... Er kann System. Das halt anschnipsen. Halt nicht, dass, ja, aber ich glaube schon, dass er das in seiner Nigen-Realität schon ernst meint. Weil, genau, Menschen sind halt ein Gut, das braucht man, um zu überleben. Deswegen passt das halt für ihn nicht. Das heißt nicht, dass das in so einer Grundethik moralisch nicht verwerflich wäre, aber so würde ich ihm jetzt schon auch in der Nigen-Philosophie. Ja, ich meine, ich glaube ihm, dass er das nicht wollte, dass die abgemetzelt werden. Aber woher soll sie das wissen? Und warum soll sie ihm das glauben? Das stimmt. Ja, das ist vollkommen korrekt, aber. Ja, warum sollte sie ihm glauben, dass er es nicht vorhatte, die Leute umzubringen? Er erzählt von seiner Ex-Frau, er erzählt, wie Lucille an ihren Namen kommt. Er macht ihr ja deutlich mit der Parallele von dem Baseballschläger und ihren Fotos, dass es für beide die letzten Erinnerungsstücke sind an geliebte Menschen. Also ich habe jetzt leider nicht gesehen, was auf dem Bild ist. Aber allein, dass jemand so eine Story zu einem Baseballschläger hat, das sagt doch schon alles. Ja gut, aber ich meine, so eine Story haben die wahrscheinlich alle da in dieser Welt. Wieso? Weiß nicht, weil die Rick alle nicht Kuckuck sind. Exi. Exi, ja. Exi die Axt. Das ist die Axt. Axt ins Kopf auf Ricks Axt. Das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall fürs Standbild. aber ich finde, um das halt plausibel darzustellen, hätte man die Fotos und den Bezug von Jadis zu diesen Fotos halt vorher mal auch zeigen. Auch mal zeigen die Fotos. Ja. Eben. Oder halt einen Flashback. Oder halt einfach mal bei einer Müll-People-Episode davor halt mal kurz. Weil er erzählt immer nur davon. Ich meine, wenn Leute mir irgendwas erzählen, dann glaube ich ihnen ja nicht sofort alles. Vor allem nicht in dieser Welt. Und er ist ja klar, dass er versucht rauszukommen aus der Situation. Und ich finde es auch krass, dass er einfach direkt diese Parallele zieht, so, sie hat die Fotos mitgenommen, dann ist ihr das super wichtig. Ich mir auch mal denken, so, weißt du jetzt, dass sie dich deswegen nicht umbringt? Nein, aber gut, er war auch in einer miesen Situation. Ne? Egal. Auf seinem Rollbrett. Auf seinem Rollbrett. Und dann gibt's ja das Rollbrett-Gate. Warum bindet sie ihn eigentlich auf ein Rollbrett? Ich meine, dass er leichter zu transportieren ist. Ja. Aber dann bind ihn doch einfach irgendwo an einen Pfahl. Oder mach eine der Rollen kaputt, wenn du kurz weggehst und einen präparierten Zombie holst. Ja, oder mach ihn einfach kaputt. Und was sollte das mit dem präparierten Zombie? Und der präparierte Zombie hätte niemals, wie hätte die den losmachen sollen, dass der... ihn angreifen sollen? Genau. Der war, also so voll war da oben so ein Schiebeding, das sie hätte abziehen können, dass der dann einfach so auf ihn draufklappt. Ja, durch seinen Kopf war ja so eine... Aber dazu zur Verteidigung von Jadis muss man ja sagen, dass sie als Künstlerin tatsächlich immer dieses Gimmick hat, dass diese Zombies irgendwie so besonders aussehen, Pika haben oder sonst irgendwas. Und dabei scheint es hat ihr ziemlich gut geholfen in letzter Zeit. Es hat halt noch nie geholfen. Ja, natürlich, voller Bullshit. Aber es wirkt auf mich so, als würde sie... Also ich habe bisher keinen Indiz gesehen, dass Jadis, glaube ich, Menschen angegriffen hat. Sondern sie hat immer die Drecksarbeit von Zombie-Gladiatoren machen lassen. Deswegen ist es halbwegs glaubbar, dass sie ihn überleben lässt. Aber wie das alles zustande kommt, ist halt Bullshit. Ja. Da sind wir uns einig. Dass er auf einmal da liegt und eine Waffe und eine Fackel in der Hand hat. Das ist der größte Bullshit inszenatorisch, den ich seit langer Zeit in Walking Dead gesehen habe. Und ich bin wirklich froh, dass ihr das genauso seht, weil ich dachte irgendwie so, hast du eine Szene verpasst? Ich habe es mir zweimal auch extra angeschaut. Ja. Wie ist er da zu der Waffe jetzt gekommen? Natürlich sagt er verbal, du sollst mich nicht mit deinem Waffensack hier alleine lassen, aber wir sehen extra... Wir sehen den Waffensack nicht, wir sehen nur diesen... Wir sehen gar nichts. Und seine Füßchen, die so dieses... Brett. Und ich kann mir halt was. Und ich meine, warum schießt er dann auch nicht auf sie? Weil er sie verschonen will. Nein, weil sie doch vorher klargemacht haben, dass sie voll die Connection haben wegen Lucille und diesen Fotos, den namenlosen. Ja, aber das Fotos. War ja da noch gar nicht. Das erzählt er ja da. Erzählt er erst, als er die Waffe schon hat. Und er richtet sie ja auf sie. Und sie kommt dann aus ihrem Versteck raus, was ich auch nicht verstehe. Ja, aber warum gut, stellt vielleicht sie denkt sich er in sich, dass Wasser? Er halt nicht, er kommt natürlich nicht von dem Brett runter unten sie. Ich glaube, da so schlau ist er vielleicht in dem Moment schon. Wie soll er das denn schaffen? Stimmt. Naja, da kannst du dich doch irgendwie raus. Kann er die Wriggle Kilometer weit raus. Also wir machen zwei Experimente. Die kommt Megan. Also er ist so langsam. Fokus-Episode von Negan aus seinem Rollbrett. Also ich versuche zwei Minuten nicht zu blinzeln und du versuchst von so einem Rollbrett allein ohne Hilfe runterzukommen. Okay, Experimente, Junkie. Oh Gott, hier kommt Negan. Ich brauche nur 4 bis 6 Wochen, bis ich wieder in Sanctuary bin. Wenn ich jetzt bei 300 km/h. Was ich auch so schade finde, ist, wenn es dann bergab geht, here we go. Warum haben sie, was, er hat nicht mal nur eine Pistole oder nur eine Fackel, er hat beides. Wie soll das funktionieren? Vor allem, wie hat er die Fackel angemacht? Die muss man doch auch, irgendwie brauchen wir doch beide Hände. Bengalo? Also ich mein, ja, du kannst halt da was raus. Ich glaube, dass die... Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Ich bin mir so sicher, dass sie das schon gedreht haben und dass es einfach so lächerlich und unfreiwillig komisch aussah, dass sie es rausgeschnitten haben. Ja, da
Er muss irgendwas. Sie haben bestimmt ihn so mega lange, so einen Tag lang auf das Brett geschnallt und so. Oh, jetzt Mann. Musst du Folgendes machen. Und das schneiden wir dann alles in die Serie. Vor allem, sie haben es rausgeschnitten und die Folge war schon 50 Minuten lang. Ja. Und damit 5 bis 6 Minuten länger als eine normale Episode. Mittlerweile ist echt so, wenn ich die Laufzeit sehe und alles über 42 Minuten, ich so, oh nee. Ja, das war richtig Slapstick. Aber das ist, da endet der Slapstick ja auch noch nicht. Sie hört dann so auf ihn, löscht die Fackel und dann kommt diese ganze Helikopter-Sache noch. Ja, der Helikopter. Stimmt, wie sie auf ihn hüpft und er dann auf den Zombie schießt. Das war ja auch super weird. Und dann kommt der Helikopter wieder. Ja, und der Helikopter wurde von Simon natürlich nicht unabsichtlich angesprochen, als Simon da zu Besuch war, diese Landefläche, die es da gibt, sondern tatsächlich Jadis hat sich einen Timer gestellt und hat auch erwartet, dass der Helikopter nachher auch Schau hält, wie es scheint, und die Fackel vorbereitet oder mehrere Fackeln vorbereitet, aber ihre Fackel nicht mitgenommen. Aber in Reichweite von Negan gelegt hat und nicht mal eine Fackel eingesteckt hat. Sie wollte ja vorher noch Lucille abfackeln. Genau. Aber man kann doch die Fackel einfach sich in die Arschtasche stecken. Das ist doch kein Problem. Sie hat sich auch extra wenn man weiß, Walking Dead-taugliche Klamotten vorher angezogen. Ja, wenn man so mega verzweifelt ist und weiß, dass dieser Hubschrauber immer nur manchmal kommt. Und dann plant man nicht mal. Und dann sieht dieser Hubschrauber nicht, dass sie halt so wie wild mit den Armen fuchtelt. Aber sie hat ja auch ein Walkie-Talkie in ihrem super minimalistischen Raum. Ja. Das habt ihr auch gesehen, ne? Mhm. Kann sie den nicht einfach normal rufen? So, Leute, sorry. Ja, und wie gesagt, warum... Ich frage mich sowieso, warum der immer kommt. Ja. Ich meine, was sucht er dort, wenn keine Menschen? Spekulation, wer hinter dem Helikopter steckt. Georgie. Nee, wieso denn? Ja, oder dann halt sie neue doch nicht Figur mit ihrer, XYZ. Mit ihrem Truck. Ja, die hat halt einen Truck und einen Helikopter. Aber sie kann ja mit dem Helikopter zum Truck kommen. Könnte es denn jemand sein aus der Vergangenheit? Also jemand, der noch lebt? Jemand aus der Vergangenheit? Ghost Carl! Nee, da war ja schon unterwegs der Helikopter, als Carl noch gelebt hat. Stimmt. Es gibt von den großen Figuren Sherry, die noch irgendwo auf draußen ist. Nee, Sherry war Dwights Freundin. Ah, ja. Aber wieso soll die jetzt einen Helikopter haben? Genau, da habe ich mich nämlich auch gefragt. War das nicht Laura? Hieß die nicht Laura? Nee, Laura ist die Savior-Frau, die weggelaufen ist. Die weiß, dass Dwight ein Maulwurf ist. Ah, okay. Sherry ist die Ex-Frau, die auch geraucht hat und die... Ja, genau. Bio die gibt's so. Noch, ne? Die genau. müsste mal wiederkommen. Das war gar nicht schlecht. Die war klasse. Konflikte, die beiden hatten miteinander. Ja, oder halt, also mein Dings ist halt auch ein bisschen Diana oder irgendwie... Nee, die heißt nicht Diana, sorry. Diane? Nee. Nein. Georgie. Georgie. Warum soll Georgie einen Hubschrauber haben? Wer soll sonst einen Hubschrauber haben? Weil ihre Gruppe so wirkte, als hätte sie so viele Ressourcen, dass sie Maggie einfach Essen schenken kann und Wissen schenken kann und irgendwie so viel Jokes machen kann und so viel Reichtum hat, dass sie auch nicht eingeschüchtert sein muss. Und also ich finde, das passt schon am ehesten. Ah, glaubst du, da ist noch eine größere Gruppe dahinter bei Georgie, oder? Okay. Ja, schon, die sind doch nicht nur zu dritt. Oder Oceanside haben geheime Helikopter. Das reisende Comedy-Trio. Negan auf dem Rollbrett. Oceanside mit dem Hubschrauber. Wir wissen es nur noch nicht. Das ist die Comedy-Edition von Walking Dead. Ich glaube auch. Ja, und trotz dieser Helikopter-Enttäuschung, sie wird nämlich nicht mitgenommen, entscheiden sich dann doch dafür, dass sie irgendwie jetzt Best Buddies sind und sie befreit ihn und lässt ihn laufen. Und er ist auch bereit dafür jetzt, dass er das alles auf sich beruhen lässt. Er kriegt sogar seine Lederjacke zurück. Kriegt er eigentlich auch Lucille zurück? Ja. Das ist echt so dumm. Das ist wirklich so grützdoof. Und dann sehen wir, wie Negan mit einem Auto zurück zur Sanctuary fährt und dann noch einen Anhalter mitnimmt. So, nächstes Mysterium. Wer ist der Anhalter? Ach ja, genau. Stimmt. Ja, Sherry. Ich dachte nämlich, das wird halt am Ende der Folge wenigstens enthüllt, wer das ist. Die beste Internet-Theorie, die ich dazu gelesen habe, ist, dass Carl ist. Oh. Aber er sagt ja auch irgendwas von wegen, you look like shit took a shit oder sowas. Ja, if shit took a shit, then it would look better than you. Oder also so. Es gibt, glaube ich, es gibt da tatsächlich drei glaubhafte Leute, die es sein können, nämlich tatsächlich Sherry, obwohl ich das am unwahrscheinlichsten finde. Ach, die wird sich ja nicht von Laura, wo er es wahrscheinlich zu ihr sagen würde sogar. Oder halt Gregory, den wir auch noch nicht gesehen haben, seit er ausgebrochen ist. Aber dann wäre es doch nicht so eine Riesenenthüllung, oder? Ja gut, Gregory schon vielleicht. Also für Leute, wow, Gregory ist auch noch da. Ich bin begeistert. Die soll mal lieber Sherry oder so sein. Ja, nicht Sherry, die soll nicht zurück in die Obhut von liegen. Nein. Aber ich will nicht. Die soll jetzt mal irgendwie. Die kriegt einen Spin-off-Exi. Sherry. Ja, dann soll sie halt eine Fokus-Episode kriegen. Das wäre alles interessanter als das, was gerade passiert. Ja, achso, und bevor er natürlich zurückkehrt, sagt er auch noch, das bietet ihr auch noch an, dass die zusammen irgendwie
eine Zukunft haben könnten und dass er später auch nochmal nach ihr schauen wird und so. Also irgendwie ist er ein bisschen in ihrer Schuld wahrscheinlich, heißt das so. Und er ist natürlich auch interessiert daran, was aus ihr wird. Aber der Anhalter ist natürlich auch noch an Jadis. Ja. Der Anhalter ist natürlich jetzt auch so ein Ding, was sie wahrscheinlich relativ früh auflösen werden in der nächsten Folge, aber ein kleines Mysterium sein wird. Was Laura wäre natürlich auch ein Kandidat dafür, dass Laura dass die Informationen über Dwight hat und Dwight sitzt dann halt im Wespennest. Aber man sieht sie ja auch nicht, also den Anhalter, ja. Der wird ja, er oder sie wird ganz bewusst versteckt und deswegen haben jetzt für die Zuschauer noch eine schönere Überraschung. Deswegen ist es Dale! Ja. Mann. Dale. Remember Dale? Ja. Ja. S2, als Leute noch Georgie gestorben sind. Ich glaube, da sind in zwei Folgen hintereinander Dale und dann Head-Rubbing Shane gestorben. Das stimmt. Und Otis. Otis. Remember Otis? Ja, Otis. Remember. Ach, ja. Otis. Auf jeden Fall sagte dem Rando Savior dann, sag lieber noch nicht, dass ich jetzt wieder in der Sanctuary bin, sondern ich habe ganz viele Überraschungen für euch parat. Und die werde ich jetzt demnächst noch präsentieren. Ja. Ja, was denn für Überraschung? Er weiß über Simon Bescheid auf jeden Fall. Das weiß er ja. Woher? Von Jadis. Warum weiß Jadis das? Na, weil Jadis ihm gesagt hat, dass Simon ihre Menschen da umgebracht hat. Ach so, ja, genau, stimmt, ja. Und ansonsten, was weiß Negan noch? Das war ja nicht mal so ein uninteressanter Konflikt mit Simon und Dwight in der vorletzten Folge oder so. Also es ist auf jeden Fall der große Konflikt und ist halt die Frage. Ich sehe es kommen, der lebt länger als 8,16. Negan, meinst du? Ja, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher. Wie hoch sind die Chancen, dass Simon stirbt nach dieser Sache jetzt? I don't give a fuck. Ja. Aber könnte ich mich jetzt gerne mal so ein Bunch, der stirbt. So ein was? Ja, so ein groß reine machen. Ich meine, es sind einfach zu viele Charaktere. Das wäre schon gut. Die müssen ja auch nicht sterben, die können auch nur weggehen wegen mir. Muss auch nicht brutal sein. Ja, aber dann kommen sie irgendwann wieder. Ach, das stimmt, ja. Dann kann man sie wieder aus dem Hut zaubern. Wow. Wie Sherry. Ist halt die Frage. Also ich meine, wenn Negan jetzt ankommt mit seinem Bügeleisen oder mit Lucille selbst und Simon aus dem Weg räumt, ob dann die Revolution in den Saviors so groß ist, dass sie sich aufbegehren oder ob sie dann wieder in Line fallen. Es kann sein, dass sie sich aufspalten. Genau, es kann sein, aber es kann halt auch alles sein, weil wir nämlich nicht genug Indizien haben, die gut dargestellt waren bis jetzt, dass wir wissen oder eine Richtung haben. Naja, wir wissen ja schon, dass Simon jetzt Zweifel an Negan hat. Genau, das wissen wir. Wenn der weg ist, ganz ehrlich, ich fände es weder plausibel, dass die eine Revolution anzetteln, noch dass die dem einfach weiter folgen, Negan, noch dass die sich aufspalten, das ist mir alles total egal. Aufspalten fände ich plausibel. Genau, ja, aber ich will auch nichts mehr von den Saviors sehen. Ja, ich will, dass die alle sofort aus der Serie geschrieben werden mit 18. Nachfallen auf Sanctuary. Die dann Morgan und Rick, die können sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Am besten die ganzen Bros, Simon, Negan gegen Morgan und Rick und dann sollen sie währenddessen sterben. So. Und das wäre halt mein Traum. Und dann können wir neu anfangen und dann können wir Gregory irgendwie aus der Serie schreiben. So. Siddiq ist der neue Rick. Ja, nee, Siddiq ist ein cooler Charakter, der muss kein Rick sein. Nee, aber so vom Status. Ja, meinetwegen. Oder Maggie ist der neue Rick. Und sie kriegt irgendwann mal ihr Baby vielleicht. Ja. Oder doch nicht. Na gut. Okay, das haben wir auch eben schon abgeschlossen. Dann ist es Fazit-Time, würde ich sagen. Ja. Annie, willst du anfangen? Muss ich? Ich fange mal an. Not great, Bob, würde ich sagen. Ja, ich habe ja alle vier Folgen gestern an einem Stück geguckt. Das war kein riesengroßes Vergnügen. Aber es gab kleine Lichtblicke, muss ich sagen. Nur leider jetzt nicht in dieser letzten Folge. Also das mit Jadis und Negan war tatsächlich ein krasser negativer Höhepunkt, selbst für diese Staffel. Also, dass da einfach nur noch Dinge passieren, die passieren sollen. Und auch mit Rick und so die ganze Entwicklung. Morgan ist extrem langweilig, die Konflikte, die er mit sich auszufechten hat. Dann ist mir auch dieser Kleine egal. Wie heißt der? Henry, ja, also dass der jetzt halt so zum nächsten Psycho-Killer irgendwie stilisiert werden soll. das ist mir auch relativ wumpe. Ich glaube, wir brauchen echt eine richtig krasse Verkleinerung. Einfach eine mega Cast-Verkleinerung. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass es passiert, aber sollen mal einige umkommen lassen im All-Out-War, den wir jetzt schon seit 14 Episoden haben. Und dann ist wieder Platz für neue, farbenfrohe Charaktere wie Georgie zum Beispiel, die mir gut gefallen hat. Ja, Annie? Ja. Hubschrauber-Action! Mir ist immer noch nichts eingefallen. Doch, mir fällt schon einiges ein. Ich versuche ja immer
eine positive Sache zumindest zu finden. Ja, das ist gut. Ich nehme, glaube bevor ich... Bevor die Kritik kommt. Ja, bevor die Kritik kommt. Die gute alte Chefstrategie. Ja, auf jeden Fall. Deswegen wäre ich auf jeden Fall eine sehr gute Anführerin. Super, super Rick. Ja, also gut gefallen hat mir das Zombie-Design. Das fand ich schön. Ich fand es cool, dass man gesehen hat, dass in den Müllhaufen doch hübsche kleine Apartments stecken. Fand ich auch ganz nett. Müllpartner. Ja, den Rest fand ich eher nicht so gut. Ich weiß, ich muss leider auch sagen, dass ich... Also ich werde ungeduldig tatsächlich, wenn ich mir das angucke. Mich nerven die meisten Charaktere. Ich möchte die weghaben. Ich hänge nicht mal... Ja, mir tut es auch leid irgendwie. Ich meine, Rick sehe ich jetzt zwar seit 8 Staffeln, gucke ich mir den Nachrichten an, weg, weg, ist mir egal, wie du stirbst, weg, morgen weg, alle. Also genau, ich bin da bei Exit-Cast-Verkleinerung und dann kann man aus, keine Ahnung, wie der Phönix aus der Asche vielleicht was Neues entstehen lassen, weil vom Grundprinzip her gefällt mir das The Walking Dead-Setting schon ziemlich gut. Also ich finde das spannend. Ja. Ich finde, mag dieses Apokalyptische, wie würden Menschen in so einer Situation reagieren. Das finde ich alles nach wie vor gut, aber es wird halt nicht gut dargestellt. Genau, mich interessiert das auch, ich weiß nicht, mich interessieren Negan, bliblablub. Ich weiß nicht, wie gesagt, ja, der Helikopter war mein Highlight vielleicht. Das ist doch eigentlich traurig. Das war auch das Highlight in der Folge. Das ist das Spannendste, was ich sehe, ist, dass ein blöder Helikopter zurückkommt und dass wir ihn uns nicht eingebildet haben und der nicht aus Versehen einen Wie oft haben wir den jetzt eigentlich schon gesehen? Dreimal, oder? Also es gibt wohl eine Szene, wo man ganz hinten so einen kleinen Ding sieht hinter Rick. Aber offiziell haben wir ihn zweimal jetzt gesehen, plus wir haben von der Helikopterlandebahn gehört. Echt? Das war das zweite Mal jetzt erst? Ach so, okay. Klar. Ja, und ganz absurd schrecklich fand ich diesmal noch schrecklicher als sonst auch die Dialoge. Ich verstehe, ich meine, also diese zwei Zeile und dann noch mit dem I love you Gate am Ende, das für mich ist eigentlich das wahre Gate, sorry. Also das ist einfach, ja, allein schon deswegen muss jetzt auch dann wegen mir, soll, nennen mich schon magisch noch gerne, aber alle sollen weg. Keine Ahnung. Ja, sorry, dieses Mal 0 Sterne. Dann kann man sowas auch vergeben. Ich fand ja tatsächlich Jadis und Negan, Jaden, könnte man auch sagen, als Couple Name. Jaden. War oder für Negan. Mich so ein bisschen das Highlight, weil. Aber doch auch ein unfreiwillig komisches so Highlight. So abstrus es war und so alles. Und ich fand trotzdem, dass die beiden auf so einer, wie nennt man das, auf so einer brachialen, instinktiven Ebene ein bisschen Chemie haben. Einer tierischen Ebene. Ja, die haben mehr Chemie als Rick und mich schon jemals haben werden. Und tatsächlich waren sie mir, das habe ich auch schon in meinen anderen Situationen gesagt, war mir Negan sympathischer als Rick und Morgan in der Episode von seinen Handlungen her, weil er auch zurückgenommener ist und natürlich jetzt auch nicht so auf große Hose machen musste und alles, sondern verletzlicher gezeigt wurde. Und deswegen fand ich diese ganzen Sachen, auch wenn die Bilder und alles so extrem witzig waren, fand ich halt ein bisschen faszinierend. Und dann der Hubschrauber, der aus dem Nichts wiederkam. Wenn es ein bisschen bad shit insane ist, dann finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Andererseits diese Morgan und Rick-Sache... war mir zu viel. Ja, aber dann darf sich die Serie nicht so ernst nehmen. Weißt du, wenn sie die ganze Zeit Bad Shit Insane wäre, dann okay. Mhm. Aber sie will ja so quasi die krasse Survival-Serie sein und für die harten Männer und sowas. Aber das passt halt nicht zusammen. Und dann so im Mittelgrund bei mir sowas, was meine Sympathie angeht, finde ich die Carol und Henry Storyline, weil ich glaube, ich sehe, was die Autoren vorhatten. Sie wollten diese Spiegelung, diese Umkehrung, dieses Spiel mit den Erwartungen von Carol machen, obwohl die Umsetzung da auch so ein bisschen hakte. Aber das fand ich okay so von dem, was da erzählt wurde. Weil du musst ja, man kann Carol auch die ganze Zeit tragisch machen. Das hat man von Staffel 2 bis Staffel 7 bestimmt so gemacht. Aber du kannst Carol jetzt auch mal wieder so ein bisschen positiver reinmachen. Und ich glaube vielleicht, dass das mit Henry passieren könnte. Ich weiß es nicht, ob sie es zulässt oder ob es doch vielleicht dann wieder so ein Kick in die Magengrube gibt, dass Harry doch auf einmal, Henry doch noch auf einmal stirbt im Finale. Der gute alte Harry. aber ich meine, dass man ihr so ein bisschen mehr Hoffnung wieder mitgibt, das finde ich schon eigentlich ganz schön für sie als Figur. Ja. Aber ich finde es trotzdem so schade, dass man sich alles mit einer Metaebene erklären muss, was die vielleicht da meinten und dann nicht mal besonders gut. Ich weiß nicht, ich finde das ja, ich löse auch gern Rätsel und ich mag super gern Vergleiche und Metaphern. Das finde ich alles schön, aber nicht, wenn das Einzige ist, wo ich mir erklären kann damit, dass das die Autoren vielleicht meinten. Also das ist doch irgendwie traurig dann. Ja. Und ich fand auch, dass Negan in dieser Episode ganz okay dargestellt war, aber das Problem ist halt, dass er halt 2 Staffeln vorher lang wie der allerletzte Idiot dargestellt wird. Ich glaube, du mochtest den, weil er auf dem Rollbrett festgeschnallt war und nicht das Hohlkreuz machen konnte. Weil ihr Rollbrett ist for life seid. Ja, das mache ich in meiner Freizeit nämlich auch. Ich lasse mich festschnallen auf Rollblättern. Negan und seine Seifenkiste. Grease Lightning, oh, Grease Lightning. Oh ja. Gott, ja gut. Haben wir das geklärt? 2 Folgen bis zum Staffelfinale. Beziehungsweise 2 Folgen noch und dann ist wieder die Staffel rum. Ist die 9. eigentlich schon bestellt? Ja.
Klar. Angela Kang als neue Showrunnerin. Da geht, wird alles neu. Ich glaube, die hat in den letzten Episoden ziemlich aufs Drehbuch geschrieben. Ja, also da weißt du schon mal, was auf uns zukommt. Naja, ihr könnt uns Feedback hinterlassen, aber wie immer, podcast@segenjunkies.de. Ich habe auch schon in den Kommentaren ja mitbekommen, wie die Episode aufgenommen wurde. Also, da und? Sind sie alle, finden sie es richtig hart geil? Hart zerpflückt. Also ich glaube, langsam kommen die Leute auf unsere Seite. Ich glaube, niemand konnte sich wirklich erklären, wie verdammt nochmal Negan an die Fackel und die Waffe gekommen ist. Also wenn es doch, ihr könnt uns Cartoons malen vielleicht, ja, wie das ja passiert sein ja soll. Aber wir können uns das nicht, war schon sehr witzig. Die drei schönsten Ideen, wie das passiert sein konnte, stellen wir dann nächste Woche für euch nach. Ja, oder werden hier ausgestellt. Ja. Genau, podcast@segenjunkies.de dafür oder unter die Artikel einfach dranhauen. Ansonsten findet ihr uns bei Twitter und Instagram. Dich? Max Steele, echt. Dich? Animation. Ich bin Awesome Arndt bei beiden Diensten und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einer frischen Besprechung zum Penultimum, oder wie das auf Englisch Penultimate ist. Penultimate Episode. Genau, zur vorletzten ja Episode der Staffel. Ja. Und da könnt ihr auch nochmal, wie gesagt, schon den geilen Teaser anschauen, weil da gibt es echt einen Kracher, auf den könnt ihr euch jetzt schon freuen. Das mache ich, also, glaube ich, gleich direkt. Ich glaube, ich höre da Ironie aus deiner Stimme. Nee. Überhaupt nicht. Ah, gut, das wird schön, glaube ich. Ich freue mich. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.